Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind mal wieder in Race Room Racing Experience in meiner Solo-Karriere und zwar bei der DTM von 1992. Ja, wir befinden uns heute auf dem Mount Panorama oder auch Bathurst genannt. Eine meiner Lieblingsstrecken, wenn nicht vielleicht sogar die Lieblingsstrecke. Von daher hoffe ich mir hier auch schon ein bisschen was. Ja, aber wir schweifen nicht lang rum. Wir springen mal gleich rein. Bisschen mehr Sprit. Und dann geht's auch gleich los. All clear. Push now. Okay, Chris. We've got 9 minutes to do the business. Ich glaube, es gibt keine Komplikationen, weil vorhin ist mein. Car right, right side's clear. Und meine Pedale ausgefallen. Leider einen kleinen Kabelbruch. Hab sie jetzt notdürftig geflickt und hoffe einfach, dass es jetzt alles klappt soweit. Aber schauen wir mal. Im Moment sieht jedenfalls alles ganz gut aus. Left. He's still there. Clear left. Left side. Clear left. Und hier weiß man nicht so ganz, wo ich ins Gas gehen soll, weil dann dreht man sich auch mal schnell. War nicht so einfach. Die haben viel zu spät gebremst. Gar nicht so schlecht, das war Balanzzeit.
P1, that was 218.83. That's 5 minutes to go. 5 minutes. Gleich wieder Punkte. The guy behind has just done a 229.62. Gucken, wie der Rest hier so einreiht. Ja, gehen wir doch einen zweiten runter. Sector 1 time's okay. The guy behind has just done a 229.03. Sector 2 time is good. Alright Chris, you've used half your fuel. There's a car leaving the pit lane. That last lap was a 217.29. Sector 3 times okay, clear left. You're currently 11 seconds quicker than second. On your left, clear left. 11 Sekunden schneller als der Zweite. Okay, hier ist die KI hier noch nicht angelernt, würde ich sagen. Das ist ein bisschen zu schnell. Würde ich sagen. Sector 1 time is good. Just 2 minutes left, 2 minutes to go. Right, rechts. Car right. Still there. Hold your line. Clear right. Sector 2 time is okay. Ein bisschen schnell.
Checkered flags out, P1. Oh, falsche Taste. So, hab ich schon. Was er hier macht. Okay. Zeit ist auch vorbei. That's the end of the session. Pole position. Nice one. Sehr gut. Ups. Ja, durch und beenden. Oh, cool. Das lässt doch hoffen. Fürs Rennen. Dann gucken wir mal, was hier so passiert. Pole Position, hinterher noch hoch. Dann kommt das. Sehr gut. Watch for the lights. Gut. Wünsche euch wie immer viel Spaß und mir viel Glück. Green, green, green. So der Spitzenstart. Konkurrenz kam auch nicht gut weg. Behalten unsere Führung. Mit Abstand. Sprit haben wir auch genug an Bord. Da soll es aktuell nicht hapern. Oder nicht wieder so eine Sache wie ein. Nice one, Chris. Good start. Da tanken wir ordentlich nach. The gap to Rooch behind is increasing. It's now 7.6 seconds. Also hier hat die KI keine Chance auf der Strecke, würde ich sagen. Also was ich komplett versauen müsste, dass wir also ein Sieg werden. Aber erstmal das Ding ins Ziel bringen hier. Kann alles passieren. Ja, jedenfalls zwei in Führung. Macht natürlich dann auch nicht so viel Spaß, ne? Wenn man so weit entfernt ist. Den Hasen rauf.
Kurve ist ja jetzt krass, ey. Minutes of fuel remaining. You've just done a 217.80. Remaining 15 minutes to go. Pit window opens in 2 minutes. Ja, in der Kurve bin ich noch ein bisschen langsam unterwegs irgendwie. Noch nicht so richtig das Optimale gefunden. Bin jetzt auch mal gespannt, wie die KI im nächsten Rennen sich verbessert. Ob sie sich auch verbessert. Gucken, wie es dann zweite wird. Oh, ich denke hier haben wir eine klare Nummer am ersten Rennen. Die kann man nicht irgendwie zerstören oder so. Das kann ja natürlich auch mal in Bathurst passieren. Hier geht hier überall Leitplanken. Keine Auslaufzone so richtig. Das geht hier ganz schnell. The pit window opens in 1 minute. That's half fuel. You've used half your fuel. Ganz die Hälfte. Weg. Your times are good in all three sectors. Okay, Chris. The pit window is now open. Halben Track vorbei und da kommen wir erst die ersten. Also schon echt krasser Vorsprung. Also dann fahren wir auch an die Box jetzt gleich. Schön bei dem Vorsprung.
So, wir tanken auch normal. Genau. Lassen wir alles so. Lassen wir uns ein bisschen rollen. Ohne Ende Vorsprung. So. Tanken, mal gucken, wie viel er tankt. Ja. 60 Liter. Okay. Ich glaube, auf normal tankt er auch richtig viel. Also, okay, voll macht er. 10 Minuten remaining, 10 Minuten. Okay, Chris, okay. You're halfway home, got plenty of fuel. Okay, also auf sicher und normal tankt er mir ein bisschen zu viel. Exit's clear. Push. Your rear brakes are cold. Stuck behind his pitting. Der quasi voll getankt, also sicher und normal ist dann doch ein bisschen viel Sprit. Braucht man nicht. Von dem natürlich ohne Ende Zeit, nur Boxe. Klasse. Da muss ich mir nochmal was überlegen. Und macht, vielleicht noch beim nächsten Mal riskant ausprobieren. Gucken, wie viel er da tankt. Natürlich in dem Rennen nicht maßgebend, dann natürlich immer noch ohne Ende Vorsprung. Pit window closing in 2 minutes. Brakes are pretty hot now. Pit window closes in 1 minute. You're in the lead. Ah, zum Beispiel immer eine Minute Vorsprung. Also reichlich. Ups, da. Alright, Chris, the window is closed. Ich würde sagen, das kleine Auspuff finde ich immer noch geil. Soundmäßig macht die Karre richtig Spaß.
10 minutes of fuel remaining. Minutes remaining. Bring it on home. You're the man. Yes. I'm the man. Gucken wir mal, wie die blaue Flagge so klappt hier bei der KI. Kriegen sie nämlich jetzt. Brake temperatures are looking good. Car right, clear right. Mach schön Platz, die KI. Wahnsinn. Right. Right side's clear. Car right. Clear right. Right side. Still there. Clear right. On your right. He's still there. Right side's clear. Car right. All three sectors are pretty quick. Clear right. Car right. You're right. Mann, wie langsam. Krass. Auf der ist echt nicht die Stelle der KI. Zumindest auf adaptive KI nicht. Oh. Car left. Clear left. Boah, gut. Ich bin auch schon gegen 95% Stärke gefahren. Das ist mal eine ganz andere Hausnummer hier. KI ist hier auf jeden Fall einfach zu schwach eingestellt. On your right, ja. Your front brakes are getting pretty hot. Clear right. That's 2 minutes left. 2 minutes. Car right, clear right. Fegen ja hier vorbei, als ob das eine andere Klasse wäre. Also. Viel zu einfach eingestellt. Left side. Hold your line. Clear left. Oh, das ist wie eine blaue Flagge, aber glaube ich ja. Der ist einfach zu schlecht eingestellt. Ups, so. Ist noch einmal Zeit. Lock in your left front, going into Forest's elbow. Stuck 1:41 hinten ist das falsch aus. So, es ist gleich die letzte Runde. Car left. Still there.
Still there. Clear left. Car right. Right side's clear. On your right. That lap was a 2:23.62. Clear right. Your times are good in all three sectors. One more lap. You're P1. Okay, Chris. We estimate you've got 5 minutes of fuel remaining. Car right, clear right. Also schon sehr detailgetreues gemacht, finde ich. Batteries kenne ich von iRacing sehr gut. Da ist alles laser gescannt, also ist hier genauso im Röhrchen, finde ich. Sich so empfinde zumindest. Die ganzen Huckel und alles scheint schon sehr echt zu sein. Right side, clear right. Finde ich geil. Zum Beispiel auch so eine Art Bremspunkt. Coole. Echt gut dargestellt. Sonder. Was das Auto noch zerledert. Und im Ziel, Sieg. Well done, Chris. Great win. You deserve that today. Das stimmt. Das habe ich verdient. Gut, Podium hinter Stock und Bieler. So, konnten wir uns ein bisschen ranpünschen wieder. Und ein Team. Sehr gut, ab zum nächsten Rennen. Fahrzeug-Setup ist 110 Liter, sehr gut. Brauchen wir zwar nicht ganz, aber das machen wir mal so. Boxen zur Voreinstellung machen wir jetzt mal riskant. Das funktioniert nicht richtig. So, riskant und los geht's. Get ready, keep your nose clean. Go! Also der Start mal wieder. Three wide, you're in the middle. Clear right. Left side. Clear all round. Car right. Still there. He's still there. From BMW. Still there. Power. Hold your line. Right side's clear. On your right. Tim is leading the race. Still there. Nice start, mate. Well done. He's still there. Right side's clear. Car right. He's still there. Right side's clear.
far left. Still there. Clear left. Okay, Chris, keep piling on the pressure. He'll make a mistake. On your left, Jelinski is reeling you in. The gap's now 0.10. Clear left. Car left. Clear left. Ash is now leading. Car right. Clear right. Left side. Clear left. Ja, wird aber ein bisschen stärker. Aktuell. P5. Die KI hab ich mir erhofft. Ist ja mal ein bisschen Racing hier. Ja, mit Audi haben wir da jetzt keine Chance im Topspeed. Sind da einfach zu schnell. Car right, pit window opens in 2 minutes. Still there. Still there. Hold your line. Okay, Chris, the next car is Ash. Right side's clear. Das ist ein recht langer gearbeitet. Side. Clear left. Car left. Miele is now leading. Clear left. The next car is Tim. Porsche. On your right. Hold your line. Pit window open in 1 minute. Clear right. Boah, das macht doch Spaß hier. Mein Gegner. Left side, clear left. Car right. He's still there. Hold your line. Clear right. Car left. Clear left. Vorne alle in die Box. Ist ja schon Box hier. Kannst du aufhören? Voll konzentriert, oder? Drauf geachtet. Well done, Chris. This is terrific. Exactly what we came here for. You're now in the lead. That was 223.63. Pit window is open. You've got 10 minutes left. 10 minutes to go. Boah. Das haben wir aber gut aufgepasst jetzt hier, würde ich sagen. Auf die Sekunde. Ja, ja. Klar. Got 10 minutes of fuel remaining. Zurück, the gap to Sopa behind is increasing. It's now 4.3 seconds.
So, fahren wir mal ran. Packe ich nochmal 10 Liter rauf. Oder wir lassen mal riskant. Genau. Schauen wir mal, was passiert. Alright Chris, you've got half your fuel left. Soap up behind is pitting. Fastest lap for Rosberg, 222.73. Rosberg is leading the race. That's half distance. We think about 8 minutes of fuel remaining. Ja, guck mal, Tank ist auch gerade mal 10 Liter. So, jetzt das hier gut hier. Der fährt schon wieder nicht rein. Track's clear. Push, push, push. Als Dritter kommen wir raus. Perfekt. The pit window closes in 2 minutes. Oh, so schnell. Rich ahead is now 16 seconds. Sector 2 is yellow. We think that Rosberg has gone off in the S's. Rich is now in the lead. Rosberg has just retired. Pit window closing in 1 minute. Rosberg is ausgefallen. Nicht gut für ihn, gut für uns. Leader, Rooch is pitting. Pit window's closed. 5 minutes to go. This is good. We'll be on the podium if we can keep it together. Erster Platz jetzt. P2. Das läuft ja erste Sauna, würde ich sagen. Kurz den Boxenstopp gemacht. Alles. Erstens. Rosberg ist ausgefallen, das hilft uns in der Meisterschaft extrem jetzt. Perfektes Wochenende hier. So.
That's 5 minutes of fuel left. You're leading. Ja, ich würde sagen, das sieht nach einem Sieg aus. Alles perfekt gelaufen. Und wieder Shore-Shifting machen. Zeit ein bisschen runterspielen. Two minutes to go, 2 minutes. Ja, nach dem Desaster vom letzten Rennen quasi hat es jetzt nochmal richtig, die letzten Komplimen, mein letztes Rennen, nochmal richtig gut funktioniert, würde ich sagen. Bin zufrieden. Auf jeden Fall. Jubelt die Menge dem Sieger zu. Yeah! Wuhu! Sieg, Sieg, Sieg! That's a win. Great job. Well done. Yes! Sehr schön. Podium, Platz 1 hinter Herrn Haupt und Herrn Stuck. So, also ganz dicht an ein Team herangekommen. Sehr schön. Das sieht auch gut aus. Aber nur 4 Punkte Differenz. Das lässt hoffen auf die Meisterschaft. Das gefällt mir. Ich würde sagen, das lief doch 1A für uns. Na, ich habe auch schon, wie ich schon eingangs sagte, ein sehr gutes Ergebnis erwartet. Ne, KI war jetzt verhältnismäßig schlecht, außer im zweiten Rennen, da war sie dann doch ganz anspruchsvoll, oder mehr anspruchsvoll als im ersten Rennen, noch nicht so richtig, aber war schon okay, vom Schwierigkeitsgrad her. Ja, aber trotzdem, 2 Rennsiege, das ist doch auch mal was Feines nach der letzten Geschichte. Gut, so, das nächste Mal geht's auf Brands Hatch weiter. Jo, das wär's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Wenn ihr wollt, lasst mir ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns am nächsten Sonntag. Bis dann. Ciao.